Abend, Erde, meine Freunde der Sonne. Es ist Weihnachtszeit, das heißt auch hier bei den feinen Schmankerl, dass wir hier backen. Und wir machen jetzt Vanillekipferl machen wir jetzt. Viel Spaß beim Anschauen. Hier geht es natürlich weiter und ein Rezept gibt es natürlich auch am Schluss. Yeah, viel Spaß beim Anschauen. Unsere Zutaten: Salz, Vanillezucker, normalen Zucker, dann zwei Eier, Mandeln. Also gemahlene Mandeln, Butter, Puderzucker, Mehl und Vanilleschoten. Oder eine Vanilleschote in dem Sinn. Wir tun als erstes die Vanilleschote, nehmen wir, die schneiden wir in der Mitte auseinander. Nehmen Sie, es kann sein, dass es mit einem kleinen Messer wahrscheinlich einfacher geht. Das hätte ich vorher natürlich auch machen können. Aber das kriegen wir hier auch hin. So, und dann kratzen wir einfach drinnen die Vanille. Kratzen wir dann aus der Schote raus. Ja, das war's schon. Mehr müssen wir bei der Vanille aktuell nicht machen. Und dann nehmen wir einfach die ganzen Zutaten, tun sie in eine Schüssel rein und verkneten das. So schaut es da aus. So schaut recht harzig aus. Dann tun wir einfach alles in der Schüssel. Wir tun das Mehl, Zucker, die zwei Eigelbe, die Mandeln, die gemahlenen, die Butter, beziehungsweise noch eine Prise Salz, kommt auch noch rein, und dann die Butter tun wir rein. Und dann kann man das entweder den Knethaken durchkneten. Ich mache es mit meinen manuellen Knethaken. Wir tun das jetzt einfach alles so lang durchkneten, bis wir einen wunderschönen Teig haben. Rom, pom, pom. Es wackelt ja voll, Alter. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Okay. YouTube, es tut mir leid, dass es so wackelt. Ich hoffe, die Kamera stabilisiert es irgendwie. Wenn nicht, muss ich mir das nächste Mal was einfallen lassen. Jetzt hier schon, dass der Teig schon langsam ein Teig wird. Wie man hier die schwarzen Pünktchen sieht, hier überall diese Vanille, oder? Geil, oder? Ein Traum.
So, habe ich wieder so gesagt. Wir haben jetzt hier unsere Vanillekipferlkugel. Die tun wir jetzt in Alufolie einwickeln und dann für eine Stunde in den Kühlschrank legen. Also wie gesagt, wir tun jetzt das in die Folie hier rein. Einfach hier, ich nehme einfach die Folie genommen, tue die jetzt einfach rein und dann tun wir sie im Kühlschrank eine Stunde lagern. Lagern, halt runterkühlen und dann machen wir weiter. Unsere Vanillekipferl müssen wir ja nachher mit Puderzucker, also die werden ja bestäubt mit Puderzucker und es ist Puderzucker und Vanillezucker, das müssen wir jetzt zusammenmischen. Ich bereite es jetzt schon mal vor, dass wir das nachher dann, wenn wir es aus dem Ofen kommen, die dann heiß auch aus dem Ofen kommen, dass wir das nur noch mehr mit dem drüber streuen können. Genau, wir vermischen das jetzt gescheit hier. Und dann geht es schon zu den zum Formen der Vanillekipferl. Also wir haben jetzt hier unseren Vanilleteig, der ist im Kern, merke ich, dass er noch nicht so fest ist. Aber das müsste passen. Ich teile den jetzt einmal in der Mitte. Dann haben wir ihn halbiert und dann können wir in 3 bis 4 Stücke tun wir den jetzt aufteilen und rollen ihn eigentlich, machen halt so Röllchen. So 1 bis 1,5 cm dicke Röllchen machen wir dabei mit. Dann machen wir das so hier, ist glaube ich dann besser aufgeteilt. Dann machen wir eine lange Schlange. Oder wie nennt man das? Eine lange Röhre ist es ja nicht. Keine Ahnung. Ja, rollen wir halt hier unsere Vanillekipferl, würde ich sagen. Ein bisschen viel Mehl genommen. Und dann brauchen wir uns, haben wir unsere gewünschte. Kann es ja hier nochmal halbieren, wenn man Bock hat, wenn es zu lang wird. Und wenn wir das haben, dann hier das Messer auch noch ein bisschen einmelieren, wenn das bis bringt. Und wenn wir das haben, schneiden wir das in 4 bis 5 cm ungefähr. Und dann machen wir die typische Vanillekipferl vor. Wir tun hier nochmal vorne und hinten ein bisschen spitzer machen. Dann machen wir hier eine Wurm und dann haben wir theoretisch unsere Vanillekipferl auch schon. Das machen wir, bis wir fertig sind. Das ist alles zu Vanillekipferl geworden ist. Oder zu Kipferl eigentlich. Ja, Kipferl halt, zu Kipferl. So Kipferlform, oder würde ich sagen?
Unsere Vanillekipferl habe ich jetzt auf dem Backblech getan, den Ofen habe ich auf 160 Grad vorgeheizt. Und jetzt tun wir sie so 10-12 Minuten im Ofen ausbacken. Und die sind fertig, wenn sie an den Spitzen leicht braun werden. Und danach tun wir sie gleich, wenn sie im heißen Zustand, gleich noch mit Puderzucker bestreuen. Also unsere Vanillekipferl sind jetzt fertig, die sind jetzt hier so, werden jetzt hier schon langsam braun. Habe ich so, bin es relativ heiß, man sieht es ja. Das ist natürlich zerbrochen. Kann man gleich probieren. Und jetzt muss man. Ah, halt. Das ist Vanille, unsere Vanillekipferl mit Puderzucker. Bestreuen! Richtig drauf hier, oder was heißt Puderzucker? Mit unserer Vanille-Puderzuckermischung. Geil, oder? Ein Traum. Ja. Und das tun wir jetzt auf einem hier, also ich tue das hier auf dem Gitter auskühlen lassen. Und dann sind wir fertig mit unserem Vanillekipferl. Wie geht es hier? Zack, einmal hier rüber. Das lassen wir jetzt auskühlen. Hier haben wir unser Endergebnis. Wieder geil geworden. Also geschmacklich ein Traum. Unsere Vanillekipferl. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Anschauen. Jetzt kommt das Rezept. Viel Spaß beim Nachbacken. Und Peace, meine Freunde. Einfach geil.